Ja, meine Leute, grüßt euch. Heute mal wieder ein neuer Ausflug, direkt am Neujahrstag. Mal mit dem Kollegen, mit dem Guido, im Werktanne sind wir jetzt gerade, suchen uns mal ein Loch im Zaun. Sprengstoff-Werktanne dürfte bekannt sein. Wir haben auch drei Hunde dabei zur Absicherung, dass uns nichts Böses passiert. Ich würde sagen, kommt mal mit. Ich bin darauf gespannt, auch wenn es ein trüber Tag ist heute. So Leute, die ersten Relikte sind schon da. Irgendwelche Meldehäuser, Beton, Unterstände, was auch immer. Hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu sehen. Und jetzt gehen wir durch die Sprengschutzwelle durch. Ui, ist das ein Gelände hier. Na? Hey. Boah, Leute. Hier ist alles gerodet im Harz. Alles Borkenkäfer bereinigt. Man kommt ja eigentlich kaum noch durch die ganzen Wege durch. Weil ich habe jetzt nicht gerechnet, dass wir in so einer Schlammbüste landen hier. Boah. Uah. Und spiegelglatt ist es auch. Überall stehen irgendwelche Fundamente von, ja, vermutlich irgendwelchen Behältern für Sprengstoffherstellung, die gesprengt worden sind. Hier solche Betonsockel. Schon sehr geschichtsträchtig, das Gelände hier. So, hier haben wir die ersten Fabrikationsstätten. Leider ist jetzt nicht mehr alles bewaldet, alles gerodet. Die klassischen Häuser von Munitionsfabriken. So. Aber drin ist hier so ein außer ein paar Couchgarnituren auch nichts mehr. Hier waren wohl die Waschkauen für die Arbeiter. Leute, ist alles sehr alt hier. Alles noch von vor 70 Jahren. Mann, Leute, was wird hier abgeholzt? Was wird hier abgeholzt? Das war alles früher total zu hier. Das war früher alles total zu. Warte mal, geht euch jeder mal rein. So, hier scheinen Maschinenbetten zu sein. Irgendwelche Maschinenbetten waren hier auch. Alles Metall ist aber hier weg. Da braucht man sich gar nicht groß zu suchen nach. Das wird gründlich entfernt hier, alles, was hier mal drin war. Ja, Leute, das ist mal wieder geschichtsträchtiger Boden hier. Mit den Eisengrippen an der Wand, da fühlt man sich wieder wie vor 70 Jahren. Als hier noch Sprengstoff hergestellt worden ist. Das Werk wurde nur teilweise demontiert und zerstört. Das meiste war eben damals Reparationszahlung und ausgeschlachtet. Und was die Leute eben so brauchen konnten. Ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl drin. Ja, diese Häuser stehen hier überall rum. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier auf den Wegen. Abgerissen werden. Retail. Ja, das heißt erhalten. Die Gebäude wurden dann nicht gesprengt. Ich
Scheint ein bisschen nachgenutzt zu sein hier alles. Mann, oh Mann, oh Mann. Lagerhäuser waren vermutlich hier. Das sieht aus wie ein altes Lager. Ja, teilweise liegen noch irgendwelche Eisengerippe rum. Von irgendwelchen Gerätschaften, die immer waren. Könnte fast ein Bootsrumpf sein. Aber wird es wohl nicht sein. Und eine alte Tür von anno dazu mal. Wahnsinn hier. Überall Baumwurzeln. Hier wurde also dermaßen der Wald demontiert hier. Aufgrund der Borkenkäferschäden. Wahnsinn, um den schönen Harz. Da kommt einem wirklich, die Tränen. So, auch hier wieder eines der Häuser. Hier scheinen auch Lager gewesen zu sein. Irgendwelche Ausgestelle. Mann, Mann, Leute. Das war ja ein gemütliches Arbeiten hier. Was hier früher mal los war. So, jetzt haben wir noch einen Spruch. Reinlichkeit ist eine Zierde. Der stammt noch original von Adolfs Zeiten. Leute, was das ist, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Das sind irgendwelche Gebäudeteile, die irgendwas beinhaltet haben. Mit dem Dings sind das Stromhäuschen. Stromhäuschen, sagst du? Hier war ein Stromhäuschen. Aha. Naja. Auf jeden Fall sieht es jetzt ziemlich wenig nach Stromhäuschen aus. Doch, da sind noch Leitungen. Da oben sind noch Kabelleitungen. Aber nicht mehr zum Betreten. Das hier, Leute, sieht aus wie eine Anlieferung. Scheinbar mit so einer Art Rampe davor. Scheint so zumindest zu sein. Hier noch die ganzen Kippfenster. In die Gebäude rein brauchen wir eigentlich kaum. Die sind auch nur leer geräumt. Und der Keller zum Teil stehen unter Wasser, wie man sehen kann. Mann, Mann, Leute, ist das hier ein Ausflug in die Vergangenheit. So, Leute, hier waren die Fahrspuren für diese Elektrokarren, die hier benutzt wurden. Hier wurden wirklich solche Elektro-Hubwagen benutzt. Die wurden hier daraufhin lang geschoben. Das habe ich schon mal gesehen. In so alten Fotos. So, die Gebäude sind gesprengt worden hier. Wir hatten wohl mit der Sprengstoffherstellung zu tun. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, meine Stimme ist so ein bisschen erkältet. Elektroverdrahtung aus dem Dritten Reich. Die Reste zumindest davon. Starkstrom. Motorversorgung. Ja, sieht heute aber auch nicht anders aus. So, eine weitere Lagerhalle. Und hier hängen sogar noch die alten Lampen aus dem Dritten Reich hier oben an der Decke. Ja, diese alten scheußlichen Dinger. Das war auf jeden Fall hier ein Lager. Vermutlich auch nachgenutzt worden mal. Weil einige Sachen wurden vermietet hier. Und ganz feucht ist es hier drin. Oh. So, hier haben wir auch noch Elektrozeugs aus dem Dritten Reich. Irgendwelche Sicherungskästen für Drehstrom. Aber Leute, das Gelände sieht aus. Hier ist ja alles gerodet worden. Das war alles noch zu vor ein paar Jahren. Ja, Leute, es ist sehr fraglich, wie lange das hier alles noch steht. Hier ist ja überall jetzt freigemacht worden. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Gebäude in den nächsten ein, zwei Jahren auch verschwinden werden. Das gesamte Gelände wird dann renaturiert. Aber wir wollen es noch mal sehen, bevor es weg ist. Und ich muss sagen, bis jetzt ganz interessant. Häuschen neben Häuschen mit diesen besonderen Dächern, die aus der Luft nicht zu erkennen sind. Sondern außerdem wie das Gelände selbst. Das ist ein altes Heizhaus hier, glaube ich. Die
Toiletten von damals mit den tollen Fliesen. Oh, ich meine, es ist noch gefliest. Wahnsinn. Irgendwas, was wieder gesprengt worden ist. Was auch immer. Sieht so ein bisschen abgeknickt aus. Naja, Graffiti-Besuch war natürlich auch schon da. Auch gesprengte Unterstände. Keine Ahnung, was das ist. Alles zerknüppelt worden damals. Oh, meine Stimme ist heute wirklich nicht mehr die beste. Mal lauter ein bisschen schon. Jede Menge von diesen Ruinen hier. In den anderen Teil können wir nicht rein. Da wird renaturiert und gearbeitet. Immer, was es auch mal war. Hier sind Sprengschutzwälle, wenn mal was hochgeht. Ja Leute, ich würde sagen, das war mal heute Werktunnel. Viel ist nicht mehr da. Dann kann ich überall drauf, weil da eben auch Arbeiten drauf sind. Ich würde sagen, das war eine ganz gute Neujahrsrunde heute mal. Ich wünsche euch was. Bis bald. Euer Kalter Krieger.